Ich würde sagen, irgendwie mit, wenn man die 10 aufrechnet, sind wir bei 18. 30. Dort umeinander wahrscheinlich. Also 30'000 Franken. Verschuldet mit Verlustschein bin ich bei 87'000. Jetzt weiß ich es nicht ganz genau. Aber es waren mal 55'000 und jetzt habe ich schon 15 Monate abgezahlt. Wie viel das genau sein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn man alles so zusammenrechnen würde, wären es so rund 10'000 Franken. Wer jung in die Schulden gerät, findet oft lange nicht mehr heraus. Das Leben ist teuer in der Schweiz. Wer nicht viel verdient, muss sein Geld gut einteilen. Vielen Jungen fällt das schwer. Letzten Sommer bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich die Miete neben nicht mehr zahlen konnte. Und dort habe ich auch gemerkt, jetzt wird es eng. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch gleich aus der Wohnung raus muss. Zur Kündigung kam kurz darauf die Lohnpfändung. Es ist nicht ihre erste. Kiri lebt schon seit sie volljährig ist mit Schulden. Mit 18 sind die ersten Briefe vom Betreibungsamt gekommen. Und voran hat das eigentlich alles meine Eltern übernommen oder geholfen. Und von dort hat es geheißen, ja, du bist 18, du bist volljährig, du musst jetzt selber schauen. Und ja. Ich glaube, ich habe nie gecheckt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man weiss, wo man steht. Und habe es einfach schleifen. Heute lebt sie auf dem Existenzminimum. Sie hat sich ihrer Mutter anvertraut, ein WG-Zimmer gesucht und sich ein Ziel gesetzt. Zuerst mal einen Überblick bekommen, so, wo habe ich was überhaupt offen. Dort sind wir jetzt langsam durch. Und jetzt ist halt mal mit dem Betreibungsamt schauen, wo kommt jetzt mal was für eine Pfändung und was wird noch betrieben. Dann mal schauen, einen Plan erstellen, bis wann können wir das alles wie zahlen. Und dann mal anfangen zu zahlen. Seit kurzem hat sie Ordnung in ihrem Postfach. Die Situation am Briefkasten ist für viele Überschuldete ein Problem. Also eigentlich hat das immer so ausgesehen, dass ich alles, was ich hier rausgenommen habe, habe ich dann einfach hier reingetan. Und habe es echt gefüllt und gefüllt und gefüllt, bis es hier voll war und dann hier voll war. Und mir dann der Posteller eine Notiz gemacht hat, ich soll es leeren, wo er mit der Post noch reintun kann. Ja. Wie hast du es denn jetzt geregelt? Halt einfach regelmässig hineinschauen. Und was vor allem auch ein grosser, wichtiger Teil ist, meine Post kommt nicht mehr hier an, sondern das geht alles zu meiner Mom. Sie schaut das eigentlich an, wenn es etwas Wichtiges ist, was ich auch wissen muss, schreibt sie mir oder ruft sie mir an. Und wenn es Rechnungen sind oder so, dann tut sie sich echt nicht darum kümmern. Klar ist auch mein Ziel, dass das irgendwann wieder ändert, dass ich meine Post bekomme, ich meine Rechnungen bekomme. Aber jetzt im Moment ist das für mich der Weg, der für mich am besten ist, weil sonst überfordert es mich komplett. Kiri steht ganz am Anfang ihrer Schuldensanierung und versucht es noch ohne professionelle Hilfe. Erika Müller ist schon einiges weiter. Auch sie ist mit der Volljährigkeit in die Schulden gerutscht. Als vor 1,5 Jahren gar nichts mehr ging, hat sie bei der Schuldenberatung Hilfe gesucht und hat seither keine Lohnpfändungen mehr. Ja, ich habe einen Schaden am Auto verursacht. Obwohl die Versicherung, die Sport, das Auto hatte, hat sich das überschnitten und sprich, ich bin auf den ganzen Kosten bleiben sitzen. Aber nicht nur das. Ich habe die Steuern nicht gezahlt, die Krankenkasse nicht gezahlt, hohen Lebensstandard,
Nein, Kleinkredit davon aufnehmen, dass man die Steuern zahlen kann. Und das ist so ein Rädchen, das sich abwärts gedreht hat. Die 35-jährige Lastwagenfahrerin ist bei einer Stadt im Mittelland angestellt und hätte kein Problem gehabt, sich zu zeigen. Aber ihr Arbeitgeber wollte das nicht. Die Idee ist ja von dieser ganzen von der Sanierung, dass ihr eigentlich nach 3 Jahren schuldenfrei seid und so die laufenden Steuern gezahlt sind, sodass ihr mit allem dann an Schur seid. Und das wenn wir euch hier entlösen, so quasi, dass ihr nachher eigentlich schuldenfrei wieder starten könnt. Jetzt seid ihr noch 1,5 Jahre vorne. Wie schaut ihr so auf die Zeit? Am Ende des Tunnels sehe ich schon ganz ein kleines Licht. Es ist noch nicht gross, aber es kommt näher. Und irgendwann ist dann da das Licht, das heisst, so, jetzt schuldenfrei. Und das wird ein neues Leben sein. Ja. Erika Müller verdient 5'000 Franken und zahlt nach einem Sanierungsplan monatlich 1'750 ab. Sie ist eher die Ausnahme. Nur 10% der Klienten hier können alle Schulden zurückzahlen. Wenn wir jetzt noch schauen, wo der steht. Sehr gerne. So mit dem Abzahlen. Und schaut, da habt ihr, das ist die Schuldenliste. Und da seht ihr, das sind Gesamtschulden, die 44'000 Franken. Etwa 75% vom ganzen Schuldenberg ist bei der Steuerverwaltung. Also da habt ihr, eure Steuerschulden sind aufgelaufen in diesen 4 Jahren. Dass man mit den Steuern nicht nachkommt, passiert oft. Und hat man eine Lohnpfändung, werden die Steuern nicht einmal ins Existenzminimum eingerechnet. Das macht es noch schlimmer. Wenn sie sich auf anderweitig verschulden, also so wie zum Beispiel bei Frau Müller, oder, wo dann halt irgendein so ein Unfall kommt mit einem Schaden, wo hohe Rechnungen kommen, die man muss zahlen muss, oder dann ist dann vielleicht auch noch ein Kredit dabei mit einer hohen Verpflichtung. Und man hat einfach die Steuerrate gar nicht im Kopf gehabt. Und dann hat man das Budget schon so ausgereizt mit eigentlich festen Raten, oder? Dann wird es dann schwierig. Das ist dann dort der Moment, wo es dann kippt, oder wo die Leute dann merken, jetzt können sie gar nicht mehr alle ihren Verpflichtungen genügend nachkommen. In dieser Situation hat Erika Müller einen Kleinkredit von 10'000 Franken aufgenommen. Also den Kleinkredit habe ich dann genommen, eigentlich für die Schulden zu zahlen. Ja, das ist jetzt wirklich, wie soll ich sagen, ein Schuss in heiß offen natürlich. Und zwar, ich sage jetzt mal, die Steuern gezahlt, aber kommen ja logischerweise wieder neue und den Kredit sollte ich auch noch zahlen. Und jetzt durch die Schulden, Sanierung, hat sich herausgestellt, die hätten mit der Kredit gar nie dürfen so auszahlen. Weil der Kredit gegen das Konsumkreditgesetz verstieß, konnte die Schuldenberatung diese Forderung massiv reduzieren. Aus Konsumkrediten sind total in der Schweiz etwa 7,7 Milliarden Franken ausstehend. 5% der Haushalte sind damit in Verzug. Desinteresse oder Unwissen ist in jugendlichem Alter häufig. Die Folgen aber sind fatal. Yves de Mestral beschäftigt sich seit Jahren mit überschuldeten Menschen und weiß, mit der Volljährigkeit explodieren die Betreibungen in der Schweiz um den Faktor 70. Es ist der Auszug von zuhause, der die grösste Schuldenfahrer ist. Man muss sich vorstellen, eine Krankenkasse kostet bis 18 etwa 100 Franken, 110 Franken. Und ab 18 kostet halt die Krankenkasse nicht mehr 100 Franken, sondern kostet 300, 350 Franken. Da kommt also jemand aus der Lehre raus, bezieht vielleicht dann gelegentlich mal eine Wohnung und als erstes kommt nicht mehr die Rechnung über 100 Franken, sondern über 350 Franken. Das ist das eine. Und das andere ist halt eben die berühmte Steuerrechnung, die dann halt einen Lohn ausmacht oder vielleicht sogar anderthalb Monatslöhne. Und wenn dann halt noch andere Sachen rum sind, Mietzins, Leasing etc., dann wird das eng. Das Budget ist eine gute Sache, aber es ist nicht das Allerweltsmittel. Was kann das Budget nicht? Themen wie diese sind im Lehrplan nicht vorgesehen. Darum bietet die Schuldenprävention Zürich für Oberstufenklassen Infoveranstaltungen an. Etwa in jedem 7. Haushalt in der Schweiz gibt es Zahlungsrückstände. Für mich ist wichtig, dass man seine Finanzen kennt und überblickt. Sein Geld. Nehmt das mal hervor, das Budget, das ihr gemacht habt. Ich möchte, dass ihr eure Budgets miteinander vergleicht. Und da könnt ihr eben noch überlegen, was ist meine wichtigste Ausgabe? Wo gebe ich am liebsten mein Geld aus? Was ist meine wichtigste Ausgabe? Genau.
Also, machst du Ausgangsnummer 1. Das ist okay, das darf natürlich auch. Klar. Weil heute alles jederzeit verfügbar ist, hilft es, wenn man schon früh seinen finanziellen Rahmen kennt. Es ist sicher gestiegen, die Möglichkeiten, die wir heute haben, um Sachen zu konsumieren. Ich kann am Morgen um 2 Uhr, wenn ich verwache, kann ich ins Internet und ich kann innerhalb von 2 Minuten 10'000 Franken ausgeben. Meine, das war früher nicht möglich gewesen. Früher hat man sich auch am Sonntag praktisch nicht verschulden können. Heute kann man das ohne Probleme. Diese Oberstufenschülerinnen und Schüler beginnen bald mit einer Lehre und haben mit ihren Eltern unterschiedliche Budgetabmachungen getroffen. Am Ende der Lehre bekomme ich das Geld, das ich jeden Monat meinen Eltern gegeben habe, und mache alles zurück. Du hast 100 Franken budgetiert? Ja, also das muss ich meinen Eltern geben. Okay. Und dann am Ende der Lehre bekomme ich das ganze Geld wieder zurück, wo ich aha, meine Eltern... Aha, das ist quasi ein Depot? Ja, ein Depot. Das ist aber auch noch originell, das habe ich noch nie gehört. Ja. Okay. Eltern sind wichtige Vorbilder, auch in finanziellen Fragen. Ich persönlich kann gut sparen und habe das irgendwie so auch von meinen Eltern gelernt, weil sie mir immer gesagt haben, du sollst machen, was du willst, aber trotzdem sparen. Wenn ich irgendetwas sehe, was ich will, dann ich denke nicht mal, ob ich so Geld habe. Also ich kaufe es dann einfach. Und das wird halt so wie eine Sucht. Und ich muss es halt lernen, wie man mit Geld umgeht. Normalerweise habe ich immer ein bisschen Geld auf die Seite getan. Aber irgendwie ist es jetzt wieder halt weggegangen. Also jetzt gerade habe ich nicht so viel Geld. Das Problem ist einfach, dass man sich nicht bewusst ist, was man kann anstellen kann, wenn man in die Situation hineinkommt von der Überschuldung. Wenn man eine Rechnung nicht zahlen kann, einen Bus bekommt, den man nicht zahlen kann, gibt es einen Verlustschein. Der ist zwar 20 Jahre gültig, aber der kümmert einem im Moment nicht. Der Verlustschein heisst aber, dass der Gläubiger, dem man das Geld schuldet, die nächsten 20 Jahre kann wieder auf einem zukommen und die Betriebe wieder neu in Gang setzen. Es gibt ganz viele Menschen, die wahrscheinlich bis ihres Lebensende nicht mehr rauskommen. Das ist natürlich sehr, sehr dramatisch. Donald Niebaum ist einer von ihnen. Er ist auch sehr jung in die Schulden geraten. Jahre später ist sein Schuldenberg auf 87'000 Franken angewachsen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich nehme auf jeden Fall mal eine Gurke. Eine Gurke? Eine Schlange? Ja, gerne. Mittlerweile hat er eine Familie. Seine Partnerin ist ebenfalls verschuldet. Weder sie noch der gemeinsame Sohn möchten sich in diesem Film äußern. Und ein Bruder mal cool. Ja. Das geht auch ohne Sack. Ja, das geht auch ohne Sack. Trotz Schulden kauft Donald das Gemüse auf dem Markt. Das ist mir einfach mega viel wert. Und da könnte ich noch so viele Pfändungen und Betreibungen und alles Wüsten haben. Ich würde trotzdem auf den Markt kaufen und posten. Seit Jahren leben er und seine Partnerin mit einem Existenzminimum von 3'800 Franken. Obwohl er regelmäßig arbeitet. Vielen Dank. Ja, gerne. In die Schulden geraten ist der ausgebildete Maurer, weil er beim Auszug aus seiner ersten Wohnung ein Auszugsprotokoll unterschrieben hat, auf dem große Schäden aufgelistet waren, die er gar nicht verursacht hatte. Am Anfang war es einfach mehr Desinteresse und sich nicht darum kümmern. Und irgendwann ist es ziemlich schnell, nach 2-3 Jahren mit den Betreibungen und Lohnpfändungen, ist es übergeschwappt, zum Resignieren. Dann hast du einfach gewusst, ja, jetzt hast du das eh schon und jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Über die Jahre haben sich so auch Krankenkassen und Steuerschulden angehäuft. Betreibungen reihten sich aneinander. Aus den Lohnpfändungen kam er gar nicht mehr heraus. Man organisiert sich, aber im Alltag ist es andauernde Belastung eigentlich, wenn man sich es genau überlegt. Ja, weil das Geld fehlt wirklich an jedem Ecken und muss sich dann wirklich gut überlegen, kann ich jetzt das kaufen? Jetzt müssen wir zuerst wieder Kleider kaufen für den Kleinen, dann hat alles andere mal muss dann hinten anstehen. Nach 15 Jahren haben er und seine Partnerin sich endlich aufgerafft, etwas dagegen zu tun. Der Sohn schlussendlich hat mich dazu gebracht, auch den Wandel zu vollziehen. Nur habe ich dann gemerkt, einfach mit viel Arbeiten und das Versuchen so irgendwie zu tilgen, das geht gar nicht. Und der wirkliche Schritt zu der Schuldenberatung war jetzt eigentlich, dass ich vom Obergericht das Schreiben bekommen habe.
Eine weitere Jugendsünde. Donald war ein leidenschaftlicher Sprayer und wurde wegen Sachbeschädigung mehrfach gebüßt. Weil er eine 15.000-frankige Buße nicht bezahlen kann, muss er sie nun absitzen. Jetzt hofft er, dass die Schuldenberatung helfen kann. Franziska Neuhaus ist heute 39. Sie hat den Weg aus den Schulden nach 20 langen Jahren endlich fast geschafft. Doch sie hat einiges in ihrem Leben ändern müssen. Das Hobby der gelernten Reisefachfrau ist Nähen. Früher hätte ich wahrscheinlich einfach Stoff gekauft, damit ich ihn daheim habe, weil ich ihn hübsch finde. Und dann wäre er rumgelegen und wäre dann irgendwann hätte ihn zu einem viel günstigeren Preis verkaufen müssen oder hätte ihn gar nie gebraucht. Und heute kaufe ich wirklich nur einen Stoff, wenn ich ihn brauche und eine direkte Verwendung habe dafür. Sie sucht Stoff, um ein Etui für ihren E-Reader zu nähen. Heute hat sie unterschiedliche Konten mit unterschiedlichem Zugriff. Ich habe eine Prepaid-Kreditkarte, mit der zahle ich das nachher. Die Prepaid-Kreditkarte ist mein Sackgeldkonto. Da geht jeden Monat 800 Franken drauf. Und das ist mein Sackgeld, meine Freizeit. Da zahle ich alles damit, was nicht Fixkosten sind pro Monat. Mein Vergnügen, meine Freizeit. Die Sachen, die ich mir gönne. Bitte. Ich muss von dem haben. Ja, okay. Dann habe ich ein Lohnkonto, wo der Lohn drüber läuft und allgemein Zahlungen, Krankenkasse und so weiter. Sparkonto zum Beispiel habe ich nicht im Online-Banking, also da habe ich keinen Zugriff drauf, einfach so. Für mich als eigene Barriere. Das ist es, 6,50 Franken, oder wird so gut sein? Mit der Karte bitte. Mhm. Ratenzahlungen kommen für sie heute nicht mehr in Frage. Gar nicht. Das ist für mich, entweder kann ich es leisten oder ich kann es nicht leisten. Und wenn ich es nicht leisten kann, dann warte ich halt noch 3 Monate. Also. So, da wäre euer Stopp. Nein. Danke vielmals. Danke noch. Merci. Auch Franziskas Geschichte ist typisch und hat früh begonnen. SRF hat schon 2004 über sie berichtet. Damals war sie 21 und mit 8.000 Franken verschuldet. Auch sie ist mit dem Auszug von zu Hause in die Schulden geraten. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich ausgezogen bin, als ich noch in der Lehre war. Und ein Lehrlingslohn langt nicht sehr weit. Und ich habe dann das Geld ausgegeben für Kollegen, wo ich sie eingeladen habe, zum Nacht oder ins Kino, weil ich das Gefühl hatte, sie kommen nur dann mit mir in den Ausgang, wenn ich sie einlade. Oder ich bin shoppen oder ich habe irgendwelches Zeug gekauft, das ich ein halbes Jahr später wieder vorgeschmissen habe, weil ich es gleich nicht gebraucht habe, weil es mir in dem Moment einfach schlecht gegangen ist und ich bin dann shoppen. Vieles kaufte sie online. Und wenn sie ihre Handyrechnung nicht mehr bezahlen konnte, wechselte sie einfach den Anbieter. An die Steuerrechnung dachte sie gar nicht und anvertrauen wollte sie sich auch niemandem. In dieser Situation habe ich mich extrem geschämt. Ich habe mich nicht getraut, mit jemandem zu reden, weder mit Kollegen noch mit meiner Mutter, noch auch nicht auf einer Beratungsstelle. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, ich bin allein mit dem Problem. Und da ist es mir sehr schlecht gegangen, auch, weil ich alles immer in mich hinein gefressen habe, auf gut Deutsch. Und ja, auch wenn wieder Briefe gekommen sind, die an mich adressiert waren, habe ich die nicht aufgemacht. Ich habe sie in eine Schublade tun und habe sie dann erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgemacht, weil ich genau gewusst habe, sind da letzte Mahnungen drin oder Betreibungsandrohungen. Erst als sie ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte und kurz vor einer Lohnpfändung stand, ging sie zur Schuldenberatung und ließ sich zeigen, wie man ein Budget macht. Ich bin dann angesessen, habe meine Rechnungen und Mahnungen und alles sortiert und habe dann auch gemerkt, dass es zum Teil recht hohe Beträge sind, die ich nicht in einmal zurückzahlen kann. Und habe dann mit den Gläubigern Kontakt aufgenommen, um mit ihnen einen Abzahlungsvertrag abzumachen, damit ich meine Schulden in monatlicher Rate zurückzahlen kann. Sie haben dann alle positiv darauf reagiert. Ich habe jetzt während ungefähr einem Jahr meine Schulden in diesen monatlichen Raten zurückzahlen und konnte auch so zurückzahlen, dass ich gleich noch ein bisschen Geld hatte zum Leben. Franziska schien ihre Situation in den Griff zu bekommen und hielt sich an ihr Budget. Also in 3 Monaten bin ich fertig mit dem Abzahlen meiner Schulden. Ich bin mega froh, ist es endlich fertig.
dass ich wieder mal ein bisschen richtig leben kann, dass ich wieder Geld auf die Seite tun kann. Und ja, irgendwo muss ich sagen, habe ich einen riesen Stolz, dass ich es allein geschafft habe, um ja, aus dem Übel rauszukommen. Es war eine harte Zeit. Ich musste ein paar Monate leiden. Schlussendlich war es für mich auch eine gute Erfahrung, wo ich gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, um glücklich zu sein. Dass ich ja, eigentlich mit viel weniger glücklich kann sein zum heutigen Zeitpunkt. Das war 2004. 18 Jahre später weiß sie, dass sie viel zu optimistisch war. Sie verdient 5.500 Franken im Monat. Davon gingen über Jahre 700 bis 800 Franken für die Schuldentilgung weg. Also ganz schuldenfrei bin ich noch nicht. Ich bin vor etwa 7 oder 8 Jahren mal rückfällig geworden, in Anführungszeichen rückfällig. Ich habe mir eine Kreditkarte abonniert oder geholt in dem Sinn und habe eine Limite von 10'000 Franken bekommen. Einfach so. Und habe das sehr grosszügig ausgenutzt, die 10'000 Franken. Und bin da immer noch aktiv am Abzahlen. Noch bis Ende Jahr. Und dann ist fertig. Nie hätte sie gedacht, dass es so viel schwieriger ist, aus den Schulden herauszukommen, als reinzugeraten. Also das Schwierigste war wirklich, alles können zahlen irgendwann, oder? Es ist immer wieder etwas Neues dazugekommen. Man hat laufende Kosten, man hat Krankenkassensteuern, wo man weiß, das sind hohe Beträge. Und dann muss man vielleicht einmal zum Zahni, wir Frauen müssen zum Frauenarzt und so weiter. Das sind alles in dem Moment für mich sehr hohe Posten gewesen, wo ich nicht auf einmal haben können zahlen, weil ich halt schon andere Ratenzahlungen abgemacht hatte. Und durch das hat das wie immer wieder eine Verzögerung gegeben. Kannst du mir helfen mit der Erde, bitte? Ja, komme. Heute lebt Franziska mit ihrem Freund zusammen. Für sie war von Anfang an klar, die Finanzen müssen sauber geregelt sein. Für unsere täglichen Ausgaben, also Lebensmittel, Putzmittel, einfach das, was wir halt brauchen zum Leben, haben wir ein Haushaltskonto, wo wir beide gleich viel drauf einzahlen und uns dort auch nicht kontrollieren oder wie auch immer, wer jetzt wie viel ausgibt. Also das ist, da sind wir völlig frei und vertrauen einander und ja, das läuft einfach. Für größere Anschaffungen ist mittlerweile eigentlich er zuständig. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass wir eigentlich fast nicht mehr gehört in dieser Wohnung. Ja, ist für mich okay. Ja, also es ist am Anfang ist schon ein bisschen komisch gewesen. Also ich hätte nicht mit dem gerechnet, aber ich habe es eigentlich relativ schnell akzeptiert und ihr probiert zu helfen dabei. Indem man halt eben gewisse Sachen halt nicht so gemacht hat, wie man, wenn ich das früher gemacht hätte oder so, um auf sie Rücksicht zu nehmen. Ferien zum Beispiel machen die beiden nur tageweise. Und er in der Schweiz. Yep. Donald macht schon lange keine Ferien mehr. Die letzten 15 Jahre lebte er praktisch immer mit Lohnpfändungen und auf dem Existenzminimum. Jetzt, mit Hilfe der Schuldenberatung, ist er erstmals nach langer Zeit wieder draußen. Bei der Schuldenberatung hat sie klipp und klar relativ schnell können sagen, da müssen wir noch so und so, es sieht gut aus. Und ist nach einem Monat, anderthalb, ist die Lohnpfändung weg gewesen. Genau, sprich, ja, ich musste dann wieder ein Bankkärtchen machen und das Konto eröffnen, dass man mir den Lohn können auszahlen konnte. Dann vor einem Monat konnte ich das erste Mal wieder selber Geld abheben an einem Bankomat seit etwa 6 Jahren. Ja, das war natürlich für mich ein kleiner historischer Moment. Weil, ja, sonst bin ich das Geld immer auf dem Betriebsamt abholen. Auf der Schuldenberatung hat man Donald aufgetragen, sich einen Überblick über seine Ausgaben zu verschaffen. Er hat ziemlich Respekt davor. Ich weiß, wie heikel das ist, was passieren kann, wenn du versagst in dem drin. Und ich habe mein Leben lang habe ich nie die Verantwortung übernommen für meine eigenen Finanzen. Und darum fühle ich mich schon noch sehr, sehr schwach und dem nicht unbedingt gewachsen. Nein, ich hoffe jetzt mehr,
glaube natürlich an mich selber, dass ich das in den Griff bekomme. Aber ich hoffe mehr, dass ich das jetzt lernen kann und meinem Leben auch noch beifügen kann, dass das einfach läuft. Genau. Aber die Schuldenspirale hört nicht so schnell auf, sich zu drehen. Schon wieder hat er vom Betreibungsamt eine Vorladung erhalten. Mittlerweile ist er dort ein alter Bekannter. Grüezi, Frau Fasane. Grüezi, Niebaum. So. Also, Niebaum, es ist etwas Neues vom städtischen Steueramt, der neue Zahlungsbefehl. Jawohl. Ich stelle Ihnen das sonst gerade zustellen. So, das ist der neue Zahlungsbefehl. Jawohl, danke. Klar, das wirkt jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen krass, dass da wieder 2'000 Franken gekommen sind. Aber eben das Abgestumpfte, es ist auch so ein bisschen, ja, es ist halt so. Und eben, ich bin mir bewusst, dass es nicht von heute auf morgen einfach wird weg sein und so, ja. Sie haben ab heute 10 Tage Zeit zum Rechtsvorschlag machen oder 20 Tage Zeit zum Zahlen. Okay. Genau. Wenn Sie länger Zeit brauchen, dann können Sie immer noch mit dem kantonalen Steueramt reden und etwas abmachen. Ja, genau, das würde ich sehr wahrscheinlich sowieso dann sofort anrufen und schauen, dass ich es mit Ihnen kann. Genau. Besser mit Ihnen als mit uns. Ja, genau. Genau. So, und das vom kantonalen Steueramt, das möchten Sie gerne zahlen? Ja, genau. Ich sage Ihnen sonst gerade, wie viel es ist. Ja, gern. Also per heute wären das insgesamt 493,82 Franken. Okay. Haben Sie das dabei? Ja, das habe ich dabei, ja. Eine neue Lohnpfändung sollte er damit abwenden können. Aber seine Schuldenliste ist lang. Die eine Pfändung hat man voll decken, die eine nicht. Und darum sind Verluste entstanden. Momentan hat er 33 Verluste im Wert von 88'000 Franken. Ich muss es jetzt einfach probieren. Ja. Auch um mich auch schlussendlich der Familie zu lieben und meinem Sohn auch. Weil ich will ihm wirklich auch eben eine Zukunft können bescheren, wo er dann am Schluss nicht nur unter Umständen meine Altlasten muss weitertragen oder irgendetwas. Dann kommen wir direkt an die Kasse. Ja, super. Super. Können Sie gerade mitkommen? Auf seine neue Bankkarte hat er extra das nötige Geld geladen. Genau, dann dürfen Sie ja kurz läuten. Jawohl. Und dann einfach einen kurzen Moment warten. So. Ja. Zahlen Sie mit der EZ oder mit dem Postkärtchen? EZ, ich habe. Gut. Ach ja, im Ernst? Doch er hat zu knapp kalkuliert. Zu wenig Geld getroffen. Aber das Betreibungsamt zeigt sich kulant und rundet ausnahmsweise um ein paar Gebührenfranken ab. Das ist Quittung für Sie. Super, danke. Dann kommen Sie da noch eine Quittung über, dass Sie das gezahlt haben. Jawohl. Super. Danke vielmals. Bitte sehr. Danke Ihnen und einen schönen Dank wünsche ich Ihnen. Ja, gleichfalls. Merci. Danke. Ade, Niebaum. Ade, Frau Fasane. Ade. Das ist nie ein schöner Moment, wenn das Konto leer ist. Ja. Aber jetzt zumal so wie froh, sage ich, habe ich da die Pfändung können zahlen. Und ist nicht zum vollen Vollzug gekommen von dem mit wieder einer Lohnpfändung. Yves de Mestral ist auch Chef des Betreibungsamtes Zürich 3 und über Donalds Situation informiert. Pfändung hat er gezahlt. Ja. Und hast du ihm die 2'100, die noch gut sind? Genau, habe ich ihm auch gegeben. Ja. Aber die hat er nicht zahlen. Ja. Er ist gerade nicht drin gelegen. Aber er hat gesagt, er schaut das mit dem Steueramt. Und hat es aber auch nichts davon gewusst? Er hat nichts davon gewusst. Ja. Das wäre eben sinnvoll, dass man würden schon beim Start von einer Schuldensanierungsverfahren würde einen Schuldenruf machen, um wirklich wissen, definitiv, das sind die Schulden, die offen sind. Und dann hat man eine gewisse Garantie, dass die Schulden, die nicht angemeldet worden sind, dass nachher nichts mehr Neues kommt. Weil genau das ist es, was eigentlich dann ein Erfolg von einer
Sanierungsverfahren heute verunmöglicht oder zumindest sehr, sehr erschwert. So wie Donald geht es vielen Menschen. Allein im Jahr 2020 wurden in der Schweiz 2,67 Millionen Betreibungen eingeleitet. Der Mestral ist schon lange im Geschäft und hat den Überblick über die Zahlen. Die häufigste Betreibungsart sind ganz klar Krankenkassenprämien. Das wird am meisten betrieben. Was volumenmässig vom Betragsvolumen am meisten ausmacht, sind Steuern, Steuerforderungen, die die Leute betrieben werden. Rund 7,5% der Schweizer Bevölkerung leben in einem Haushalt mit mindestens einer überfälligen Steuerrechnung. 5,5% sind mit Krankenkassenprämien im Verzug. Das ist eine Besonderheit in der Schweiz. Also wenn man umschaut, im umliegenden Russland sind alle Nachbarländer inklusive Liechtenstein kennen die direkte Lohnabzug für die Steuern. Für die Krankenkasse übrigens auch, Krankenversicherung übrigens auch. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob das in der Schweiz nicht langsam an der Zeit wäre, dass man da wieder neue Wege beschreiten. Die Steuern- und Krankenkassenbeiträge direkt vom Lohn abziehen? Politisch schwierig in der Schweiz, wo man Eigenverantwortung hochhält. Doch das hätte Erika sehr geholfen. Auch bei ihr hat sich die Schuldenspirale wegen Steuer- und Krankenkassenschulden immer schneller gedreht. Diese Situation hat ihr in den letzten 10 Jahren psychisch massiv zugesetzt. Mit 18 habe ich zuerst mal gemerkt, dass von meiner Familie her die Krankenkasse nicht ausgezahlt ist, dass ich dort offene Beträge hatte. Und auf einmal einfach das Geld nicht mehr im Überblick hatte. Und dann ist halt im Endeffekt irgendwann zu der Lohnpfändung gekommen. Mit 25 hatte ich die erste. Seither hatte ich ein Sparing. Dadurch, dass ich in die Lohnpfändung kam, konnte ich dann gleich wieder nicht Steuern zahlen, Krankenkassen zahlen. Es hat sich dann wie von Biegeln. Ich habe immer gesagt, ich spiele Rechnungsbingo. Ja, dann machst du mal das Kuvert auf, kannst du es zahlen oder kannst du es nicht zahlen. Was nicht mehr gegangen ist, war, als du eben gleich probiert hast, alles zu zahlen. Dein Lohn ist gekommen, probiert. Die Daten bei den Steuern etc. alles zu zahlen. Und du hast gemerkt, ja, wenn das jetzt alles zahlen mit Miete und allem, habe ich noch 100 Steine im Sack bis Ende Monat. Und habe noch nichts zu essen gekauft. Und ja, da ist eben das Kartenhäuschen zusammengefallen und bin dann auch durch das in die Depression hineingerutscht, weil ich habe keinen Ausweg mehr gewusst. Ein Klinikaufenthalt war unausweichlich. Erst auf Drängen ihrer Therapeutin hat sie bei der Schuldenberatung angerufen. Die Zugehörigkeit zu einem Fasnachtsverein hat ihr sehr geholfen. Jedes Jahr näht sie ihr Kostüm möglichst günstig um. Fuchs zum Beispiel vom Kollegen im Bär, der ist Jäger, der genug von dem daheim. Der hat nicht extra fürs Kostüm müssen sterben. Das ist von einem alten Kostüm, haben wir den Ermo abgeändert. Aber auch im Verein hat sie belastende Erfahrungen gemacht. Schulden haben ist ein Tabu. Redet man darüber, kommt es meist nicht gut an. Wenn man das festlegen kann, ich sage jetzt hinter der Bar geschafft habe für den Verein mit Geld zu tun, hat es immer geheißen, kann man dir das anvertrauen, weil sie hat Schulden. Ja, irgendwann hat diese Person gesagt, du hörst, ja, ich habe Schulden, wegen dem bin ich kein Dieb. Das sind extreme Vorurteile, und finde ich recht krass. Ich wäre ja dumm, wenn ich sage, jetzt 100 aus dieser Kasse nehme. Ja, dann habe ich 100 Stimmsack dafür, dann habe ich keine Kollegen mehr. Der 100er ist nicht wert. Erika hat immer gearbeitet. Soziale Kontakte und Anerkennung aus dem Umfeld, beides ist wichtig, um aus der Negativspirale herauszukommen. Auch Donald hatte immer einen Job. Aber erst vor 3 Jahren hat er den gefunden, der wirklich zu ihm passt. Das hat geholfen. Früher sage ich, habe ich halt den Ausgleich wirklich in der Freizeit gesucht, zum Arbeiten in Form von Sprayen, Alkohol. Da muss ich sagen, wirklich, es erfüllt mich dermaßen, dass ich mit dem Zeugs allem eigentlich aufgehört habe. Das wirklich können abschliessen und ja, das ist definitiv eine totale Veränderung, seit ich
seit ich da bin, ja. Seine Firma arbeitet ausschließlich mit Naturfarben. Da allein aus so einem Pigment kannst du so viele Töne erschaffen in verschiedensten Materialien. Das ist das, was wirklich Spass macht, auch eigentlich genau. Für die Renovation eines Hauses muss er den richtigen Farbton für die Fensterläden finden. Aber seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Die 15.000 Franken Buße aus seinen Sprayer-Aktivitäten hat das Gericht nun in einen Vollzug von 3 Monaten umgewandelt, den Donald nächstens mit Fußfesseln absitzen muss. Seine finanzielle Situation und die Geschichte mit den Fußfesseln hat er im Geschäft aber immer sofort kommuniziert. Schon bevor ich da geschafft habe, habe ich einfach gemerkt, das ist am einfachsten, wenn man gerade offen damit einfach kommt und nicht zuerst noch rumwurschtelt und macht und dann irgendwann nach einem Jahr zweimal, dann muss das Geständnis quasi ablegen, du, ich habe jetzt Schulden, weil so verkrampfst dich in dir selber und dann wird es immer schwieriger, mit dem rauszurücken. Guten Tag. Hoi. Hoi, Carlo. Ja, was haben wir gut? Ich wäre eigentlich sehr froh, du würdest mir da die EWZ-Offerten anschauen. Na gut. Gerne. Mach ich doch. Donalds Chef geht sehr entspannt mit seiner Schuldensituation um. Für mich ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Also ich schaue den Donald als einen Mitarbeiter an, als einen Kollegen, als etwas sehr, sehr Wertvolles. Und mich als Arbeitgeber interessiert, was er kann und was er will und wo er hingehen will und wie er sich entwickelt. Seine Schulden sind seine private Geschichte. Das geht mich nicht an. Auch, dass Donald bald mit Fußfesseln zur Arbeit kommen wird, stört ihn nicht. Das ist für mich kein Thema. Also ich meine, er wird seine Leistung da machen und wird Donald bleiben, wie er ist. Und ob er jetzt da die Fesseln dran hat oder nicht, also ja, interessiert mich eigentlich nicht gross. Vielmehr interessiert er sich für Donalds Kunst. Dieser hat eine alte Technik auf Kalkplatten mit seinem Sprayer-Know-how kombiniert. Sein Chef fände es spannend, wenn man diese Platten verkaufen könnte. Und vielleicht wäre es gar eine neue Einnahmequelle, die Donald helfen könnte, aus den Schulden herauszukommen. Viele Leute sagen, ja, das musst du verkaufen, das musst du im Internet irgendwie und so. Und das hat für mich nie gestimmt. Ich mache da für mich die Plättchen und verkaufe das den Leuten. Ich habe es dann mehr verschenkt an Leute, die ich gerne habe und die mir etwas bedeuten. Und, irgendwann ist dann auch der Ding gekommen, wenn ich jetzt das über das Geschäft könnte, als Auftrag machen könnte, dann wäre es auch wieder eine ganz andere Ebene, um mit dem ein bisschen Geld verdienen. Weil dann profitieren auch andere Leute davon. Wie schwierig es ist, wenn keine Stabilität im Job da ist, zeigt die Situation von Kiri. Die 24-Jährige jobbt Teilzeit und ist in eine WG gezogen, weil sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen konnte. Sie steht vor einem ziemlichen Scherbenhaufen und muss schauen, dass möglichst bald mehr Geld reinkommt. Jetzt habe ich mich beworben auf einen Job, wo ich eigentlich sehr schwer darauf hoffe, aber Haken dran ist. Ich habe Sachen auf meinem Betreibungsauszug und darum könnte es sein, dass ich den eben nicht überkomme. Und ja, jetzt hoffe ich einfach darauf, dass der Chef gleich mir die Chance gibt und mir vor allem die Chance gibt, die Schulden abzuzahlen. Kiri ist zum wiederholten Mal in einer Lohnpfändung und lebt darum auf dem Existenzminimum. Je nachdem, wie viel ich im Monat arbeite, bekomme ich den Lohn. Und alles, was halt einfach über meinem Existenzminimum ist, muss ich dann am Betreibungsamt abgeben. Wie viel ist denn das jetzt konkret? Mein Existenzminimum ist rund 2700 Franken. Alles, was Kiri darüber hinaus verdient, im Moment sind das 400 bis 500 Franken im Monat, behält das Betreibungsamt zur Schuldensanierung. Und was rechnest du, wie lange geht denn das?
Ja, das geht halt einfach relativ lang. Durch das, dass ich, so wie ich das verstanden habe, auch meine Steuern, die ich noch zahlen soll, nicht eingerechnet werden ins Existenzminimum, wird ich meine Steuern nicht können zahlen. Das heisst, auch die werden weiterhin betrieben. Und dann wird es dort irgendwann zu einer Pfändung kommen. Das heisst, es ist irgendwie so ein Rattenschwanz. Es geht ein bisschen weiter und weiter. Aber ich hoffe, dass ich halt irgendwann einen besser bezahlten Job bekomme und so etwas schneller aus dem Ganzen rauskomme. Ja. Ob sie das geschafft hat und wie es ihr in der Zwischenzeit geht, wissen wir nicht. Kiri war nach diesem Dreh nicht mehr erreichbar und hat auf diverse Mails und SMS auch nicht reagiert. Donald hat regelmäßig Termine auf der Schuldenberatung. Sie haben ja alle Quittungen aufbewahrt. Ja. Und mal gesammelt. Und können Sie mir die mal genau, zeigen? Ja. Er verdient etwa 4.800 Franken im Monat. Genau. Jetzt geht es erst mal ums Grundlegende. Sehr gut. Ja. Darf ich mal schauen? Ja, klar. Die vom April haben wir schon gemacht. Ja. Aufgrund von dem haben wir dann auch das Budget. Budget mal gemacht. Genau. Okay, gut. Das sind hauptsächlich Lebensmittel, hm? Das meiste, ja, ja, genau. Aus Sicht der Schuldenberatung oder der Budgetberatung ist es wichtig, dass sie jetzt lernen, das Geld, wie gehe ich mit dem Geld um. Und gerade bei Lebensmitteln ist es wichtig, dass sie das richtig einteilen. In ihrem Fall sind das ungefähr 240 Franken. Ja. Die 240 Franken müssten Sie immer am Montag auf der Bank abheben und in ein Kuvert tun. Ja. Und Ihre Freundin und Sie können dort rausnehmen und es muss einfach wieder bis am Sonntagabend lange für Lebensmittel. Jawohl. Und wenn es nichts mit Ihnen hat, dann haben Sie das Budget überschritten. Ja. Und dann gibt es nichts mehr oder Sie leben von Resten. Ja. Oder Spaghetti. Und mit dem Bargeld kommen Sie einfach ein besseres Gefühl über, zum was kostet das Leben. 420 Franken zahlt Donald jeden Monat zusätzlich an die Schuldenberatung. Katharina Blessing versucht damit über 3 Jahre die Schulden reduziert zurückzukaufen. Das heißt mit Einwilligung der Gläubiger. Das ist die einzige Chance, wie es überhaupt gelingen könnte. Wenn beide ihre ganze Schulden abzahlen würden mit dem, was ihnen jetzt zur Verfügung steht, würde es weit über 20 Jahre gehen. Und das ist nicht planbar, das ist nicht zumutbar. Und sie würden sicher aufgeben. Eine andere Möglichkeit für Donald, aus seiner Misere rauszukommen, wäre ein Restschuldbefreiungsverfahren, bei dem man nicht mehr auf das Einverständnis der Gläubiger angewiesen ist. Ein solches wird im Moment auf politischer Ebene diskutiert. Yves de Mestral macht sich seit Längerem dafür stark. An einer Tagung des Dachverbandes der Schweizer Schuldenberatungsstellen zur Vernehmlassung des neuen Gesetzes ist er als Referent eingeladen. Ja, es werden jetzt verschiedene Varianten werden diskutiert, ob man da einen Schuldenschnitt macht. Also, dass man dann sagt, wie, wenn er sich eine gewisse Zeit, 3, 4, 5 Jahre wohlverhalten hat, nicht mehr neue Schulden gemacht hat, dass man so jemandem mal auf was für einen Schuldenschnitt gewähren. Wie das im Ausland eigentlich überall fast möglich ist. Es gibt noch 1, 2 Länder in Europa, die das Restschuldbefreiungsverfahren nicht haben. Österreich hat auch ein mehrstufiges Verfahren. Und dann als letztes Deutschland, das auch davon ausgeht, dass die Verschuldeten eine zweite Chance verdient haben. In Schuldenberatungskreisen ist man sich einig, dass ein Restschuldbefreiungsverfahren für die Betroffenen, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft Vorteile hätte. Weil Überschuldete so wieder am Wirtschaftsleben teilnehmen könnten. Kredit ist ja gewollt gesellschaftlich. Man gibt ja den Menschen Geld, damit sie konsumieren, damit sie die Wirtschaft ankurbeln. Und das Pendant dazu ist, dass eben die dann scheitern, die eben ihre Kredite nicht können abzahlen können, das ist eine kleine Minderheit, für das zahlen alle anderen Zins. Das ist eigentlich schon eingepreist, dass die sich dann entschulden können. Es ist eigentlich ein Pendant zu einer gewollten Konsumkreditfinanzierung. Wir können auch dort schrauben und sagen, ihr müsst viel besser schauen, wem gebt ihr überhaupt Kredit und so weiter. Aber ich glaube, das würde halt dann den Konsum auch abwürgen und das ist etwas, was man möchte.
Auf der anderen Seite braucht es dann auch die Möglichkeit, sich zu entschulden. In der Schweiz betragen die Gesamtschulden von Privatpersonen aus Verlustscheinen mindestens 20 Milliarden Franken. Nur gerade 17% davon können zurückbezahlt werden. Wo praktisch nichts zu holen ist, wie bei Donald, würde eine solche Entschuldung Sinn machen, meint Demestral. Weil er in der Situation ist, dass er doch substanziell etwas abliefern kann jeden Monat. Einen Betrag kann abliefern an Schulden zurückzahlen. Dann wird im Rest eine gute Motivation geben. Wenn wir sagen, es ist 3 oder maximal 4 Jahre befristet, dass er weiss, 4 Jahre muss ich durch die harte Zeit durch. Aber nachher habe ich Motivation, um einen Schuldenschnitt zu haben. Doch. Ich denke schon, gerade bei ihm wäre das jetzt von mir aus gesehen ein idealer Weg, um daraus rauszukommen. In der Zwischenzeit hat Donald die Fußfesseln bekommen, um so die Strafe aus seinen Sprayer-Aktivitäten abzuzahlen. Es war am Anfang extrem unrealistisch gewesen, irgendwie das Ganze. So wie nicht ganz greifbar gewesen. Und jetzt nach knapp 3,5 Wochen, muss ich sagen, habe ich mich eigentlich daran gewöhnt. Man muss sich an die Zeiten halten, die ich abgemacht habe mit dem Justizvollzug. Da bin ich noch ein bisschen auf Eier, vor allem so auf den Feierabend her. Das ist immer so die prekärste Zeit mit dem Heimkommen, Verkehr und so. Aber sie sind sehr kulant und man kann reden. Und wenn es mal Verspätungen gibt, muss man halt einfach anrufen, Bescheid geben. 2 Monate muss er noch. Dadurch wird sein Schuldenberg kleiner. Aber es bleiben immer noch rund 73.000 Franken. Mit Abzahlen geht es nur herzig vorwärts. Das Budget ist bei weitem noch nie jetzt eigentlich. Obwohl wir schon 1-2 Mal versucht haben, herzuzucken und uns das so einzurichten. Aber wir haben gemerkt, mit den laufenden Sachen, die noch sind, und eben Ratenzahlungen, und das schneidet andauernd irgendeinen Verlustschein rein, den wir zahlen müssen. Es ist mega streng und hart, aber mit Erfolgserlebnis gespickt, eigentlich andauernd. Und wenn man sich eben wirklich dem annimmt, mit den Leuten redet und sich auch an das Zeug hält und schaut, dass man das wirklich zahlen kann, dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag und wird immer besser. Und vielleicht wird ja aus seinem Projekt mit den Kalkgraffitis doch noch was. Für Donald ist es nur schon ein Erfolg zu merken, dass er aktiv etwas tun kann, um seine Situation zu verbessern. Auch für Erika wird es immer besser. Als sie mit der Schuldensanierung begonnen hat, ist sie mit einer Kollegin zusammen in eine WG gezogen und konnte so ihre Wohn- und Haushaltskosten massiv reduzieren. Also wir machen es jetzt in der WG so, wir haben gesagt, anfangs Monat tut jeder 200 Steine ins WG-Kessel. Dann gehen wir sicher einmal, ja, für ein Schlusszeichen, grosse Kauf für den Monat machen. Und dann musst du extrem auf Aktionen achten. Hier zum Beispiel der Käse, das ist also 2 für 1 oder eine abgeschriebene Aktion. Wenn ich sehe, dass ich in der WG ein Budget von 400 Franken fürs Essen im Monat habe, das macht 100 pro Woche, die wir aber nicht immer brauchen. Nach Bezahlung von Krankenkasse, Handy und Strom bleiben Erika so noch 300 bis 400 Franken im Monat. Weil sie nicht mehr auswärts ist, reicht das gut. Ich koche eigentlich immer etwas mehr für den Abend und für den Mittag, den ich dann mit in die Bude nehme. Ja, es reicht, weil ich nehme hier, ich habe noch Reste Rüebli-Salat von gestern und dann reicht das schon. Erika hat sich von ihrer Depression erholt. Sie weiß auch, dass ihre Durststrecke nicht mehr so lange dauern wird. Mein Plan für nachher ist, alles, was ich jetzt mit auf den Weg habe, von Schuldensanierung, eigentlich so beizubehalten, mit einem Budget zu arbeiten und einfach das Geld nicht mehr ausgeben für unnötige Sachen. Und das schaffe ich, weil in diesen Scheiß will ich nie mehr reinkommen.